Unternehmensaktionen. Ja. Der Grund meines Anrufs ist, wir haben unsere Sonderverlosung gehabt, wobei Ihre Rufnummer ausgelost wurde. Ja. Und Sie haben somit Gewinne erzielt. Zwei Reisen im Wert von 796 Euro und ein Mindestgewinn in Höhe von 500 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Was habe ich gewonnen? Können Sie ein bisschen langsamer sprechen, bitte? Natürlich. Sie haben zwei Reisen im Wert von 796 Euro und ein Mindestgewinn in Höhe von 500 Euro erzielt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt aber kein Spaß, was Sie mit mir machen. Nein, um Gottes Willen, Herr Malburg. Wir machen hier die Vorarbeit, damit Sie das alles schriftlich bekommen können, ja? Oh, das ist ja großartig. Zwei Reisen, sagen Sie? Ja, und ein Mindestgewinn in Höhe von 500 Euro. Und das Ganze kommt über diverse Veranstaltungen von Großunternehmen zustande, bei welchen ja. Sie sich mal beteiligen. Das ist ja wunderbar. Das ist ja phänomenal. Ja, ich werde das dann an der Bildeiche Nummer 67 mit der Postleitzahl 76534 in Baden-Baden zukommen lassen. Ist die Adresse noch aktuell? Die Adresse ist aktuell, ja. Und einmal Ihr Geburtsdatum bitte. Wann sind Sie geboren? Wie bitte? Wann sind Sie geboren, Herr Malburg, zur Bestätigung Ihrer Personalität? Meiner Personalität, ja, das ist der 8. Mai 45. 8. Mai 1945, so. Also in 7 bis 10 Werktagen bekommen Sie die beiden Reisen und Ihre Unterlagen. Ja. Alles, was ich Ihnen hier telefon erkläre, wird Ihnen auch schriftlich bestätigt. Das ist Ihre Garantie, sowohl auch Ihre Sicherheit. Sehr Lesen gut. Lesen Sie das bitte in Ruhe durch. Ja. Unsere Kontakte können Sie aus den Unterlagen entnehmen. Bei Fragen können Sie uns unter unserer Hotline-Nummer von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr jederzeit erreichen. Das ist ja großartig. Herr Maulwurf, Ihren Mindestgewinn in Höhe von 500 Euro erhalten Sie als Banküberweisung überwiesen. Für die Mindestgewinnausschüttung auch einmal Ihre Bankleitzahl bitte zur Überprüfung oder wie? Die IBAN, die DE. Wie bitte? Für die Mindestgewinnausschüttung auch einmal Ihre Bankleitzahl bitte. Was brauchen Sie bitte? Die Bankdaten. Ja, das muss ich kurz holen. Können Sie bitte einen Moment warten? Ja, gerne. Ja, einen Moment bitte. Ja, danke. Sind Sie noch da, junge Frau? Ja, ich höre. Ja, und was war das jetzt für eine Firma von Ihnen, von wo Sie anrufen? Agentur für Unternehmensaktionen, Herr Maulwurf. Ah, so von der Bundesagentur. Das ist ja wunderbar. Ja, möchten Sie das dann aufschreiben? Ja, ich schreibe auf. Ja, das ist 590. Ist das die Bankleitzahl? Na, das steht gültig bis 2018. Ja, ist das die Bankleitzahl, sage ich, Herr Maulwurf. Wie bitte? Geben Sie mir jetzt die Bankleitzahl, ja? Ja, 590. Ja? 100. Ja? Und die 66. Okay. Und das ist die Postbank Saarbrücken, ja? Ja, das ist in Saarbrücken, das ist richtig. Und die dazugehörige Kontonummer bitte? Wie bitte? Hallo? Die dazugehörige Kontonummer, bitte. Ja, das ist die 16. Ja. 397. Ja. 65438. Okay, ich prüfe das auch. Können Sie mal die Kontonummer wiederholen, bitte? Wie bitte?
Die Kontonummer, können Sie mal wiederholen, da stimmt was nicht. Ja, das ist 16973684538. Nach der 9 kommt eine 2 oder 3, Herr Maulwurf? Da ist keine 9. 1692 haben Sie gesagt. 16367. Hallo? 16267, ja? Ja. 865. Hallo? Sie sagen andauernd anders. Können Sie mal von Anfang an die Kontonummer wiederholen, bitte? Ja, das ist 16327. Ja? 865348. Herr Maulwurf, von wo lesen Sie denn das? Das steht hier, bei Fragen können Sie uns jederzeit anrufen. Die Kontonummer sage ich, Kontonummer, nicht Telefonnummer. Also bei mir ist das die, wollen Sie die Handynummer oder das Festnetz haben? Nein, Herr Maulwurf, die Kontonummer. Von Ihnen jetzt, oder was meinen Sie? Nein. Von Ihnen. Sie wollten das doch überweisen. Ja, dafür benötigen wir Ihre Bankdaten. Sie haben die Bankleitzahl angegeben. Ja. Und die Kontonummer. Ja, das, ich habe Ihnen... Die dazugehörige Kontonummer. Ja, ich habe Ihnen das doch schon gegeben. Können Sie mal das wiederholen, bitte? Ja, das ist die 590... Das ist die Bankleitzahl, die Kontonummer, sage ich. Wie bitte? Die 590-10066 ist die Bankleitzahl. Jetzt die Kontonummer, bitte. Ja, können Sie die wiederholen zur Sicherheit? Ich habe das hier 16267654 28. Ja, richtig. Das, da können Sie dann... Das ist... Aber wozu brauchen Sie denn die Nummer von der Postbank? Sie wollen mir das doch überweisen. Ja, auf Ihrem Konto kriegen Sie ja das. Per Banküberweisung überwiesen, ja? Ja. Aber die Konto stimmt nicht. Können Sie mal die wiederholen, bitte? Ja, das ist, was da unten daneben steht? Kontonummer. Ja, das ist... Ach, entschuldigen Sie, ich bin schon ein bisschen älter. Das ist die 478 08 0317 1705. Hallo? Das kann nicht so lang sein. Die Kontonummer, Herr Maulwurf. Ja, das ist doch die gewesen. 4780 80317 und dann 1705. Das passt hier nicht rein, das muss kürzer sein. Was meinen Sie, dass das nicht reinpasst? Hallo? Hallo? 4780 21705, ja? Ja, und das ist dann 590 166. Haben Sie die IBAN, Herr Maulwurf? Die DE, IBAN, DE. Ja, das ist DE. Ja. 590. Ja. 100.
Ja. Und dann ist das die 66. Ah, warten Sie mal, das ist ja das Falsche. Das hatten Sie ja schon aufgeschrieben. Ja, die DE meine ich, die IBAN. Ja, das ist das nicht das mit dieser 590? Normal macht diese die Banksachen, die macht sonst immer mein Enkel für mich, aber der ist jetzt nicht da. Jetzt, ich weiß das ja, nicht so gut. Haben Sie einen Betreuer, ja? Nee, mein Enkel. Der hilft mir da immer. Ach so, verstehe ich. Haben Sie die Kontonummer bitte? Können Sie mal die wiederholen, die Kontonummer? Ja, das ist 17. Ein Moment, 17, ja? Ja, 034. Ja? Oder soll ich Ihnen jetzt das, weil die IBAN, die geht ja mit der Bankleitzahl los, muss ich Ihnen die jetzt nochmal sagen? Ja, bitte. Ja, das ist DE590. Ja? Hallo? Ja, ich höre. Sind Sie noch dran? Ja, ich höre. Ja, das ist 590. Ja. 100. Ja. Zweimal die 6. Ja. Und weswegen hatten Sie angerufen? Jetzt müssen Sie weiter, das geht noch weiter, die IBAN. Ja, 17. Ja. Dann ist das 034. Ja. 01563. Ja. 62? 63. 123. 3. Ja, richtig. Okay, ich prüfe das gleich. Was wollen Sie prüfen? Ihre Bankdaten. Ja. Das stimmt nicht. Ja. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Wir werden uns dann später nochmals melden, wenn Ihr Enkel da ist, ja? Das geht leider so nicht. Weil ich weiß nicht, was Sie da falsch machen, aber Sie lesen das falsch, die Bankdaten. Die Kontonummer ist falsch. Aber die habe ich doch schon 30 Jahre. Ja, können Sie dir alleine die kurze, einfache Kontonummer wiederholen, bitte? Wie bitte? Die einfache Kontonummer, können Sie die mal wiederholen? Ja, das ist im Prinzip, geht das dann ja wieder los mit 590. Das ist die Bankleitzahl, die Kontonummer sage ich ja, Maulwurf. Wie bitte? Die Kontonummer. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Herr Maulwurf. Hallo? Die Kontonummer, bitte. Ja. Kontonummer. Ja. Ja. Sie brauchen mich doch nicht anzuschreien. Herr Maulwurf, weil Sie nicht hören, habe ich geschrien sonst. Entschuldigung, ja? Ja, das ist ja... Damit Sie mich hören können, habe ich laut gesprochen. Wie bitte? Ich habe Sie nicht angeschrien, sondern weil Sie nicht hören, habe ich laut gesprochen. Ach so, ja, das ist in Ordnung. Ja, einmal die Kontonummer bitte. Ja, das ist im Prinzip, ist das ja 048. Ja. 41. 937. Ja. 4825. Und im Prinzip ist 04841 ist ja die Vorwahl hier bei uns. Ich will doch keine Telefonnummer, sondern Kontonummer. Bankkontonummer. Ja, ist das denn, wie viele Zahlen sind das denn? Dass ich das hier nicht immer verwechsel.
Das ist Ihr Bankkontonummer möchte ich. Ja, wie lange ist das denn? Hallo? 10, 10. Wie bitte? 10 Zahlen sind das. 10 Zahlen? Ja, im Prinzip, das ist das, wo dieses DE21 dabei steht. Ja, genau. Wiederholen Sie das bitte, DE21. Und ja, dann 5910066 und dann was kommt weiter? Ja, dann ist da im Prinzip ist da so ein Leerzeichen. Das muss weitergehen, die IBAN ist länger. Ja, aber da ist so ein Leerzeichen dazwischen. Und dann kommt da im Prinzip 973. Ja. 196. Ja. Und die 2000. Okay. Ich prüfe das jetzt einen Moment. Okay, Herr Maulwurf, Sie bekommen die Unterlagen in 7 bis 10 Werktagen, ja? Ja, warten Sie, darf ich Ihnen noch kurz was sagen? Ja, bitte. Ja, hallo. Hallo, wer ist da? Hallo, einen schönen guten Tag. Anja Hartmann von der Agentur für Unternehmensaktionen. Mit wem spreche ich denn bitte? Ja, mein Name ist Rakesh Zulinder. Ich bin von YouTube-Kanal Telefonziege und wir haben Sie voll verarscht. Möchten Sie jemanden grüßen? Hallo? Oh.